Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Parasite Eve. Wollen wir mal zum Chef oder zum stellvertretenden Chef gucken, was die wollen. Was sie beide wollen. Warner. Vor einiger Zeit wurde ein Arzt aus diesem Krankenhaus gefeuert, weil er Patientenakten verkaufte. Und Melissa wurde mehrmals dabei gesehen, wie sie späte Stunde ins Museum ging. Eve? Klump, dieser Bastard. Ich wusste doch, dass er was damit zu tun hat. Wir teilen uns auf und durchsuchen die komplette Stadt. Eve und Klump müssen sich bald treffen. Wir müssen uns beeilen. Es wird zu spät sein, wenn die ultimative Lebensform erst mal geboren wurde. Ich gehe ein bisschen nach neuen Infos herumschnüffeln. Hab ein Walkie-Talkie mitgebracht, damit wir in Kontakt bleiben können. Gab's da noch keine Telefon-Handys? Ja, Mitte der 90er, Ende der 90er gab's das doch schon, oder? Daniel, ich zähle auf dich. Hier, Wissenschaftler. Also, ich zähle auf dich. Hier, Wissenschaftler. So. Wow. Wir werden uns aufteilen, um nach Eve zu suchen. Wenn ihr irgendeine Spur findet, ruft sofort Verstärkung. Bleibst du nicht hier, Daniel? Um Papierkram zu erledigen? Du machst wohl Witze. Hui, weg ist er. Mal so schnell habe ich ihn noch nie rennen sehen. Was werden wir tun? Ja, lass es uns wissen, wenn es etwas Neues gibt. Oh, ja, alles klar, verstanden. Tag 5. Evolution. Möchtest du den Spielstand? Ja, natürlich. So, Tag 5. Und ne? So, gleich nochmal hier oben hin. Weiter geht's. So, wir sollen uns aufteilen. Also wir haben jetzt Krankenhaus, Central Park, Museum, Lagerhaus. Aber auch Chinatown. Lagerhaus oder Chinatown? Was soll's sein? Gehen wir mal zum Lagerhaus. Vampir Nummer 3. Keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Wir probieren es einfach aus. Detective Brea. Eve ist anscheinend da drin. Warum schauen Sie nicht mal nach, hä? Ich rufe Verstärkung, okay? So gehen Sie nachsehen. Warte mal, wenn Eve hier drin ist, sollte ich dann nicht lieber erst nach Chinatown? Elle, komm schon, wir verschwinden von hier. Ich will nicht als Hundefutter enden. Eine PPK. First, was heißt denn First? Initiative, erster Angriff.
Ich hab immer dann volle AT-Leiste oder was? Sortieren. Nachladen. Was für Bonis hat die denn eigentlich? 210 und First. Ich weiß nicht, ist es jetzt besser, erstmal nach Chinatown zu gehen, wenn Eve hier ist? Was sagt ihr, Leute? Chinatown. Sieht nicht so aus, ne? Also wenn wir da rein können. Erstmal in erster Linie nach irgendwelchen Kisten. Okay, wir haben hier PE plus 1. Gleich mal benutzen. Kommst du nicht rein? Ja, ich merke schon. Ja, auch alles zu hier. Oh, Gegner. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Übersehen, siehst du? Ja, genau, als wenn ich hier noch Homing-Missiles habe. XP geben die. Ich esse mal mit. So, die Kiste hier unten haben wir auch schon gesehen. Medizin 3, okay. Aber die Frage ist ja, sind noch irgendwelche Türen, die wir aufmachen können oder so. Das sieht aus, als wenn man nach hinten könnte. Sind die eigentlich überall noch die ganzen Lichter an? Das kostet alles Strom. Denkt denn niemand an die Umwelt? What? Peace. Schießt du weiter, manchmal nicht. Bin immer noch vergiftet. Au. Immunier immer, ey.
So, dann heilen wir uns nochmal. Ist Sounds, ey. Hört sich halt echt an wie Final Fantasy Sounds, ne? Da schon ein Telefon war da unten. Eine Kiste? Was soll denn dieser extra Raum dann hier? Hat hier nicht eine Kiste? Oh. M1911A2 mit 2 Schuss im Magazin extra. Hätten wir eigentlich beim Granatwerfer mit draufpacken, die 2 extra Schuss. Wäre doch eine Idee, oder? Dafür bräuchte ich aber ein Tool. Hab aber keins mit. Aber die 2 Schuss, die wären schon krass, ne? So, hier haben wir noch einen Seitengang, aber hier haben wir auch noch 2 Kämpfe. Einmal mit Angriff plus und eine M79-2. Auch ein Granatwerfer. Was denn der da für komische Gasgranaten? Was zum Dach denn? Ergänzt Säure der Munition. Welche Munition haben wir denn? Der 3 Schuss hat plus 1,5. Wird glaube ich nicht aufgerundet, wa? Wollen wir noch ein Tool mitnehmen? Wollen wir noch eine Seitengasse? Nee. Keine geil. Nix, nix, nix. Problem bei dem Spiel ist, du hast halt manchmal diese Kisten, du hast aber auch so Gegenstände, die einfach so irgendwo rumliegen. Ah ja, es ist hier. Hm? Es sieht nach verfaultem Fleisch aus. Ich gehe nach unten und sehe mich mal da um. Sag Daniel Bescheid. Nee, du gehst da jetzt gar nicht runter. Ja, warte. Hier, nimm das. Narita, Glücksbringer. Sei bitte vorsichtig. Habe ich noch einen Glücksbringer bekommen? Bringt denn dieser Narita Glücksbringer was? Where is that Eve? Narita.
Glaube, ich weiß warum. Okay, also Narita ist der einzige Glücksbringer, den man nicht weg. Vielleicht ist Eve bei diesem Slime? Ist sie noch nicht. Wir werden auf jeden Fall vorher nochmal speichern. Und zwar wurde da gesagt, so von wegen beim Special Encounter, irgendwann zum Schluss, nochmal am letzten Tag oder so, da brauchst du halt noch einen Slot. Und dafür ist dieser Charm, um sicherzustellen, dass du da auch dann einen Slot frei hast. Gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir also zwei Möglichkeiten, ne? Sehe ich das richtig? Wir können entweder hier runter und gucken, was der Schleim macht, oder wir können hinten beim Lagerraum, beim Lagerhaus noch rangehen. Man da unterschiedlichen Gut, wenn man das macht. Jetzt haben wir jetzt schon mal den Glücksbringer. Aber wenn man den Glücksbringer holen muss, kann es sein, dass das Lagerhaus vielleicht ein Bonus ist? Den, dass man hier auf jeden Fall lang muss in Chinatown, weißt du? So lange die Waffe, ne, bis sie irgendwann mal fertig ist mit Schießen, dass, wenn die fertig geschossen hat, ich schon wieder den nächsten Angriff machen kann. Das ist einfach unglaublich. Ja, weißt du was, komm, dann gehen wir nochmal zum Lagerhaus. Wie habe ich das Gefühl? Ich hatte das Gefühl, dass das Lagerhaus so wie so ein Bonus ist. Weil wir wissen ja jetzt, dass wir diesen Glücksbringer nicht wegmachen können, ne? Weil wir ja so einen Slot als Reserve. Das ist ja wie bei Resident Evil mit diesen Batterien. Ne? So von wegen, du musst halt zum Schluss eine Batterie einsammeln, die du dann auch wieder benutzen musst, damit du halt auch später so ein Must-Have-Item einsammeln kannst. Dafür wird das ja darum gemacht. So ist es wahrscheinlich hier mit diesem Glücksbringer genauso, ne? Von wegen, jetzt wird hier in mein Inventar halt ein Slot reserviert. Für später halt, für eine Waffe oder für einen Gegenstand oder sonst irgendwas. Und den haben wir jetzt ja bekommen, aber den haben wir in Chinatown bekommen. Das heißt, das Lagerhaus müsste ja dann eigentlich Bonus sein auf der Logik, oder? DM-Schutz. Hohe Defensivkraft und stark gegen Steifigkeitsangriffe. Ich meine. So, die Jacke an sich ist ein bisschen schwächer, um 9 Punkte, um genau zu sein. Aber ich sehe gerade, die Rüstung hat einen Plus von 11. Das heißt, wenn wir das alles raufpacken auf die CM-Schutz, der CM-Schutz dann besser. Aber dafür bräuchte ich jetzt erstmal noch ein Toolkit, damit wir das rüberwechseln können.
Was ist das für eine kleine Ratte? Oh. Nix, kleine Ratte. Große Ratte. Stärkere Ratte. Zu weit weg. Der Granatwerfer ist schon nice, oder Leute? Seid ehrlich. Der macht Aua. Granatwerfer ist auch geil eigentlich, ne? Müssten wir eigentlich tauschen. Die Sachen von denen auf denen aber machen, aber... Kann man nicht schaffen. Das wird leider nicht funktionieren. War hier noch Punkte übrig? Ja, auch noch Punkte. Volle Granate, Hoshi. Ah ne, war anders, ne? Volle Kanne, Hoshi. Gelb, es ist sowas Wichtiges, oder? Lagerhausschlüssel. Eine M200, Alter, mit Explosivgranaten oder mit auch ein Granatwerfer? Krieg ich jetzt hier nur noch Granatwerfer? /49/65/7. Probieren wir mal aus. Wir wissen, wie der ist. Dafür brauchen wir jetzt aber nicht den Schlüssel. Okay, der Schaden ist derselbe. Das Problem ist nur, er hat jetzt gerade keine 3 Schuss, sondern nur 2. Oh, 70. Ein bisschen außer Reichweite. So gut, ob der war, der Junge. 60. Jo. So an sich eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass er so viel besser war. SP-Schutz. Sieht das auch nicht so krass besser aus. Eine Rakete für den Raketenwerfer. Was? Rakete für den Raketenwerfer? Aber gar kein Raketenwerfer. Ich hab einen Granatwerfer.
Raketen. Oh, wir haben jetzt Raketenkisten. 9 Raketen habe ich jetzt. Neun Raketen haben wir jetzt. Angriff plus 2, geil. Da kannst du einfach so runterhüpfen, ja. Besser, ne? Wir wechseln wir sowieso denn darüber. Und Pluswerte werden dann sowieso rüber gewechselt. Hallo? Tut mir leid, falsch verbunden. Kein Problem. Tschüss. Tür aufgeschlossen, ne? Dann zeig ich mal her. 18 oben. Vorne und hinten oder nur vorne und hinten? Schaden. Mach doch mal tot hier die Dinger. Wo ist denn da so lange? Mach tot. Mach tot. Heute noch. Braucht die denn da so lange? Machen wir nochmal. Schaden, ihr habt da einen Rad ab, ey. Erstmal ja. Wir können auch Verwirrung benutzen. Das funktioniert. Irgendwie nicht, ne? Zumindest hat er uns angegriffen. Ne, jetzt machen wir uns erstmal schneller. War es schon wieder mit unserem Haste? Der ist schon wieder weg, oder was? Okay. Leute, macht doch nicht immer so viel Schaden, ey.
Warte mal darauf, dass ein Menü aufgeht, ey. Einfach bloß in das Spinnnetz reingehen. Kostet mich schon 142 Schaden. Was? Allein nur in das Spinnnetz reingehen. Ja, man wird nicht mal davon getroffen. Man geht nur rein, zu Fuß. 140 Schaden, ey. Willst du mich verarschen? Ja, sehr Mensch. Neben dir. Schieß mal den neben dir ab. Deswegen stelle ich mich ja extra dahin. Hinter dir. Was können wir denn hier nehmen? Okay, müssen wir mit dem halt ein bisschen arbeiten. Und ja keine Ahnung, dass der so schlecht ist, der Granatwerfer. Dadurch, dass der immer zufällig irgendwo hinschießt. Ah, ist halt doof, ne? Aber ist halt so. Das war's mit dem Granatwerfer. Kann man ein Tool mitnehmen? Nein, wir haben kein Tool. Langen Wege immer, ey. Thank you.
Ja, schmeißt mir doch noch alles entgegen, ey. Alter, das regt mich auch auf. Ich sage jedes Mal, dass ich wieder ändern musste. Ja, ist doch gut, Mann. Bist du mal woanders hin, Junge? Ich habe auch immer mit 0 AT anfangen.
Bin ich überhaupt hier reingekommen? Wollen wir mal erklären, ey. Wie habe ich das geschafft, überhaupt hier reinzukommen? Die machen so viel Schaden, das ist unglaublich, ey. Alter Schwede, ey. Die machen so viel Schaden, ey. Ja! Ein Schuss habe ich damit aus. Wow. Bist du nicht weiter? Noch ein Belieber weg, nice. Haben wir gar keinen mehr. Verteidigung plus 2. Cool, juhu! So, was machen wir zuerst? Die Rüstung?
Also. Also 36, 48, 29. 48, 29. Okay, also wir nehmen den als Basis, ne? Und übernehmen hier die Werte. Hier haben wir schon mal eine bessere Rüstung. Runtergesprungen. Okay. Sehe ich irgendwo eine Truhe? Gerade nicht. Volle HP haben wir, ja. Nicht Eve. Ja. Ja, was ist das denn? Wapp. Alter. Oh, kommt der hier auch noch mit seinen Augen an, ey. Bubble, bubble. Schnell angreifen können. Ist so langsam. Death down, toll. Death down, cool. Schieß, schieß, schieß. Am besten nicht auf den Körper, wenn es geht, weil da machst du nämlich keinen Schaden, weil du es noch nicht mitbekommen hast. Muss halt auf die Hände schießen. Auf die Hände. Auf die Hände. Mann, ey. Viel zu viel Schaden, ey. Viel zu viel Schaden, ey. Jedes Mal ändern muss, kotzt mich auch an. Ich muss hier irgendwie vorbeikommen, ohne den Beleber zu benutzen. Schaffe ich das? Na, so schon mal nicht anscheinend. Ah, nee, wenn das nicht so viel Schaden machen würde, Alter. Ja, du spinnst jetzt, okay.
Ah. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So gut hier durchkommen. Ich denke, ich gleich mal speichern. Wie sind denn also 80, wa? Bleib mal sprechen. Wir sind ja jetzt weg, ne? Moment, ich nochmal. Die kommen doch nicht nochmal wieder, oder? Scheiße getroffen hat, ey. Komm. Und gleich nochmal. Komm, schieß. Level up. P-Kräfte haben sich weiterentwickelt. Genheilung. Benutzt PE, um langsam LP zu generieren. Und wir haben 300 Bonuspunkte bekommen. Geil. 300 Bonuspunkte. Hört sich ja schlecht an. Essig. Da unten sieht man. Jetzt wollen wir so machen. Muss irgendwie an das Tool rankommen. Weißt du was? Wir nutzen jetzt gerade die Waffe, ne? Ist da was? Benutz mal Bonuspunkte für die Waffe. Und zwar für Munition. Dann hat er nämlich 10 Schuss. Muss er nicht so häufig nachladen, weil nachladen kostet ja auch jedes Mal Zeit. Lagerhaus macht mich fertig. Das Lagerhaus macht mich fertig, Edis. Ich werde wahrscheinlich auch das Tool dann benutzen, um den einen Granatwerfer, da die Bonuspunkte dann auf diesen Granatwerfer zu übertragen und nicht die Rüstung zu nehmen. Immer wieder da. Also hier könnte man theoretisch leveln, ne? Weil die halt immer wieder kommen. Okay.
schöner Treffer. So, was kostet denn hier die Genheilung? Ich würde sagen ungefähr 40 Punkte und gucken wir mal, wie lange die uns heilt, beziehungsweise wie viel, ne? War doch ein Scherz, oder? Ja, vorbei. Das war doch ein Scherz, oder? Das war alles? Das waren gerade mal 30 Lebenspunkte oder so. Cool. Ja, mal gucken. Wir lassen das jetzt erstmal so. Und wir gehen mal weiter und gucken, ob wir mit dem Tool den einen Granatwerfer auf den anderen übertragen können. Reisen wir jetzt mal so ein bisschen auch auf dieses zufällige 1,5. Ja, so an sich nicht schlecht ist, aber dadurch, dass wir die Ziele nicht auswählen können, ist das schlecht. Das ist einfach so. Ich werde trotzdem, glaube ich, die Energie ist schon echt. Und 40, das ist schon echt. Und stark gegen Steifigkeit. Verteidigung machen wir mal hier drauf. Den Angriff machen wir mal auf den hier. So, der V ist einfach nur voll, oder was? Hier haben wir jetzt das Tool. Mit dem Tool machen wir jetzt den hier stärker. Ein 17, ein Granatwerfer mit 17 Granaten drin. Runter, ab zum Boss. Also wir müssen erst die Arme wegschießen, ne? Das habe ich schon mit. Den Augen müssen wir abholen. Ich würde auch sagen, dass wir es immer abwechselnd machen, links, rechts. Hat er mir denn da gerade reingezwirbelt, Alter? Ja, ist doch gut. Warum läufst du so langsam?
Shit. Alles klar. Nein, jetzt muss ich nur noch ran. Okay, jetzt ist mir klar. Nice. Okay, eine Hand haben wir schon mal weg. Kann ich mich... Nö. Nice. Was ist jetzt? Okay. Dann mache ich Haste. Und ich werde auch wegkränkeln. Das gibt's nämlich auch schon. Ja? Gucken, wann er die Augen raus macht. Ne? Dann benutze ich lieber Haste. Hm? Voilà. Habe ich noch eine Heilung? Oder nicht? Wenn man noch hast. Wie sie nachladen musste, Alter. Mich trotzdem noch getroffen? Eine AT4 habe ich bekommen. Gut. Er hat mich auch getroffen, der Sack, Alter. Eine AT4, einen Raketenwerfer haben wir bekommen. Voll. Wie, der ist voll. Kann man den verbessern? 0, 0, 0. Stell dir vor, man könnte jetzt da... Könnte da alles aufpacken. Das wäre ja der Hammer. Ey. Aber man hat ja doch wenig Raketen, ne? So wie kein Hammer. Warten. Was war das? Ich krieg irgendwelche AP. Ja, jetzt heb doch mal den Gegenstand auf. Mann. Ich weiß gar nicht, ob wir noch zurückkommen. Ja, nix hier. Dem Schub.
Machen wir so. Wir haben jetzt 50 Abwehr, 53 BE und 36 kritisch. Das ist keine andere Möglichkeit. Also im Prinzip war der Lagerraum nur für den Granatwerfer, richtig? Und für den Raketenwerfer. Und zum Leveln halt, ne? Theoretisch könnte man hier auch leveln ohne Ende. Ich hoffe nur, dass man wieder zurückkommt. Will ich noch Bonuspunkte? Nein, keine Bonuspunkte. Wird ja lustig. Halt nichts, ne? Keine PE, nur noch 283 Lebenspunkte. Wie soll ich denn jetzt hier zurückkommen, ey? Das geht doch gar nicht. Oh, ein Gegner? Wo sind jetzt alle Gegner weg? Das wäre ein Ding. Von wegen kannst du nur leveln, solange der Boss noch da ist. Sobald der weg ist, alle Gegner weg. Oh, doch nicht alle Gegner weg. Naja, zumindest haben wir gespeichert. Bin jetzt schon mal so ein bisschen auf die sichere Seite. Schießt gerade. Ja, 114. Mal schneller PE, Freunde. Ging aber auch schon mal schneller, ne? Das habe ich aber auch schon mal schneller gesehen, Kollege. Jetzt kriegen wir zum Beispiel wieder nur PE-Punkte, solange ich AT-Leiste voll habe, ne? Ist an der Waffe oder so? Alter, kriegen wir Money, ey. Holy shit. Boot schmeißen damit. So, jetzt nochmal ganz, um ganz sicher zu gehen. Ne? Also hier habe ich alles raufgepackt jetzt erstmal. Was ich auch später zum Beispiel auch auf den Raketenwerfer theoretisch packen könnte. Ne? Da hat er ja auch 16 Schuss oder so.
Bin aber überlegen, ob ich nicht hier nochmal einen Slot hinzufüge mit einer Modifikation. Kann man das denn gucken, ohne dass man mir jedes Mal die Waffen wechseln muss? Hier haben wir nämlich First. Und da haben wir letztens. Was ist denn, wenn man eigentlich beides reinmacht? Nee, das wird bestimmt dann ausgetauscht, weil es denselben. Dieselbe Kategorie ist wahrscheinlich, ne? Okay, theoretisch können wir noch First machen. Aber will ich dafür First nehmen? Nee. Nee. Müsste ich eigentlich mal leveln? Theoretisch? Praktisch? Nein. Jetzt mal der Lager. Das Lagerhaus hier war extra stark oder so, damit man hier nicht easy peasy alles rausholt oder so. Wir hatten ja auch schwer zu kämpfen gehabt hier drin, ey. Haben ordentlich auf den Sack gekriegt. Das Lagerhaus hat mich echt fertig gemacht, ey. Kann man nicht anders sagen. Ich mache mir das mal wieder leer, wa? Nimm noch ein bisschen Heilung mit. Das schaffen, ne? Heilung mitnehmen. Wie zaubert das auf immer wieder alles aussieht? Es wäre nichts gewesen. Alles wieder tippitoppi. Und das innerhalb eines Tages. Die sind echt flink. Und hat ja was aufgefüllt. Medizin. Hey. 15 Schuss oder 30? 30 schon. So weit sind wir schon, ja. Ausrüstung verstauen. Weiß nicht, soll ich den Raketenwerfer erst mal ein paar? Also hier haben wir ja den Fürst, ne? Das ist unser alter Raketenwerfer, der Granatwerfer. Oder war das der mit dem Säure? Das war der mit der Säure. Okay. Jetzt hier Raketen, immer noch Munition ohne Ende. Wie gesagt, so viel brauche ich gar nicht. Kann noch mal ein bisschen was einlagern hier. Nochmal 600 Schuss auf Reserve und 397 Schuss haben wir noch. Raketenwerfer behalten wir erstmal, oder? Oder lagern den. Können wir den auch einlagern? Ne? Werden wir wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Wir haben nur 10 Raketen. Kann ich auch gucken. Siehst du, dann brauche ich ja gar nicht mehr rausnehmen.
2 unten, ne? Die sehen gut aus. Ist alles besten. Also die 002, 102, aber eigentlich wäre ja die 102 wäre halt noch interessant, ne? Die 2 extra. Können wir immerhin auf 13 Schuss kommen. 2 Tools hätten wir noch, aber ich glaube, die hebe ich mir lieber auf. So, der Lagerausschlüssel, den brauchen wir nicht. Ja, komm, vorsichtshalber nehmen wir noch einen Dreier mit. Hier haben wir noch 2 Tools jetzt drin. Eine Waffenkarte, eine völlige Genesung und was haben wir nicht? Immer wieder gerne. Wie sind das jetzt eigentlich mit dem Schrott? Ich habe ihn jetzt schon bestimmt 20 Mal Schrott gegeben. 18 oder 20 Mal hat er schon von mir bekommen. Wie viel muss ich da abgeben? 100? Ich sage jetzt nicht, ich muss da 100 abgeben oder so. Das ist ja nie fertig. Und was kriege ich dann überhaupt? Kriege ich dann ein Toolkit? Ein super Toolkit? Lagerhaus sind wir, glaube ich, fertig. Ab nach Chinatown. Könnte eigentlich besser sein, aber wir haben halt leider nichts und so wenige Tools. Die noch ein paar Tools finden. Keine Gegner mehr? Ist schon weg. Und du fleißig am Warten hier, ja? Vielleicht ist Eve bei deinem. Ne, bei diesem Schleim. Na, das kann natürlich sein. Guck mal, hier links und rechts kommen wir noch rein, oder? Zumindest so aus. Wenn da irgendwelche Öffnungen. Na, scheinbar nicht. Ich speichere aber nochmal hier oben. Wer weiß, ob wir da unten speichern können. Keine Gegner. What the heck is going on? Hallo? Nee, tut mir leid. Immer noch falsch verbunden. Ja, kein Problem. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.